Hallihallo, hallihallo. Hier ist die Andrea aus Andalusien von andreawirk.com. Heute mal wieder mit mehreren Unboxings. Ich war heute mal wieder auf der Post. Heute ist Markttag und wenn Markttag ist, gehe ich auch immer auf die Post, weil ich mache dann immer die Dinge in alle in einem. Und es sind wieder 4 Pakete da, unter anderem 2, die ewig lang gedauert haben. Einer kommt hier aus Polen, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass ich das überhaupt bestellt hatte. Das hat bestimmt jetzt 2 Monate gedauert und ich glaube, ich fange damit auch an. Das ist das Ersatzdeck von dem, was ich neulich vorgestellt habe, von diesem französischen Orakeldeck. Da gucken wir dann auch nochmal nach, ob dann alles stimmt. Und hier haben wir 2 aus Deutschland, eins von eBay und eins von einem Laden. Das ist hier ein Independent-Deck, das kommt dann als nächstes dran. Und jetzt machen wir erstmal das hier auf, weil ich habe hier echt schon lange... Also ich habe, glaube ich, vor 3 Tagen von eBay ein E-Mail bekommen, dass ich, ob ich nicht das Ding hier bewerten will, ne, den ganzen Vorgang da und so mit eBay. Und da habe ich gedacht, huch, ich hatte mich gar nicht mehr daran erinnert, dass ich das überhaupt bestellt hatte. So ist das, wenn das, und dann, ich weiß auch gar nicht mehr, naja, wir machen das jetzt einfach mal auf. Ich mache mal kurz Stopp und dann machen wir das auf. Also ich mache das dann schon mal auf, damit das nicht so lang dauert hier. Okay, also hier ist jetzt die Box, die ich einfach nur aufgemacht habe. Das brauchen wir, können wir gerade für einen Tisch verwenden. Der ist nämlich hier irgendwie schon wieder am Rumwackeln. Weiß man noch nicht. Nee, es ist die hintere Seite, naja, egal. So, das ist nämlich das. In Polen kriegt man keine Geschenke. Normalerweise kriege ich immer noch Geschenke. Nee, es ist jetzt ein Scherz. Brauchen wir nicht. Also, das ist jetzt hier das. Der Tisch nervt mich jetzt ein bisschen. The Lost Code of Tarot Limited Edition. Ja, das ist eine limitierte Edition. Und die, bin mal auf dieses Deck gestoßen und ich habe gedacht, scheiße, das will ich. Also, was heißt scheiße? Das will ich haben. Ja. Und dann habe ich aber gesehen, wie hoch das gehandelt wird. Und guck, das ist wohl ein Deck, was entdeckt wurde. Also ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, um was es geht. Von Andrea Aste ist das. Genau, und jetzt wurde nämlich ein Deck aufgelegt mit 2 Decks. Das heißt Light and Dark Deck oder sowas ähnlich. Shadow and Light Tarot. Und das sind 2 Kartendecks. Die eine ist dunkel, die andere ist hell, also die eine ist dann so. Und dann habe ich gedacht, das will ich haben, weil das hat nämlich die gleichen Figuren irgendwie, ne? Und das werde ich mir vielleicht aber auch noch kaufen. Und dann hat mir die Ramona gesagt von Claras Welt, mit der ich ja immer im Austausch bin, auch wegen Decks, warum ich mir nicht das Lost Code of Tarot kaufe. Und habe ich gesagt, das ist schweineteuer. Und dann habe ich aber in eBay geguckt und in Polen wurde es relativ günstig verkauft. Ich weiß gar nicht mehr, was ich bezahlt habe. Ich glaube 30 Euro. Ich bin mir aber jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Aber das schreibe ich dann schon noch drunter. Und das hat jetzt ewig lang gedauert. Und jetzt, wenn du Lust hast, packen wir das zusammen aus. Ja. Was steht denn hier noch? Ach, das ist von Los Garabeo, das wusste ich gar nicht. Ja, ich mache dann auch hier die Folie. Ich mache jetzt, gucke jetzt erstmal, ob ich den Tisch hier ein bisschen... Ich muss nochmal stoppen. So, jetzt habe ich den Tisch mal ein bisschen fester gemacht, weil das hat mich jetzt echt genervt. Ich habe jetzt ja wieder diese... Ich habe die Kamera nicht erhöht, deswegen sieht man das Ganze jetzt ein bisschen arg dicht am Auge. Okay. Boah, die Box ist aber schön. Fragt sich jetzt nur, wie... Ah, das ist so eine Aufmachbox, also so eine Magnetbox. Wow, die ist aber toll, die Box. Oh, die werde ich, glaube ich, behalten, weil ich glaube, weil das eine Limited Edition ist, ist das natürlich auch, hat das natürlich auch einen bestimmten Wert. Wow, das ist ja jetzt hier echt der Hammer. Ich traue mich gar nicht hier... Ich hatte noch nie so ein Deck, was so, ich muss die Kamera mal so stellen. Wow. Wow. Oh, wie schön. Guck dir das mal an hier. Ich glaube, das ist das erste Sammelstück, was ich habe. Ich sammle ja eigentlich nicht, aber es gibt so 2, 3 Decks, wo ich sage, okay, das ist jetzt eher schon ein Sammlerstück.
Okay, dann gucken wir uns jetzt erstmal das Buch an, würde ich sagen, ja? Das ist ja, also das Buch ist hier hoch, also die Box ist matt, die fühlt sich gut an und das hat hier auch wieder diese leichte Erhebung hier mit den Karten. Eine tolle Box. Bin ja eigentlich so kein Boxenfan, aber das ist eine tolle Box. Und oh, man kann das gar nicht lesen. Hier steht The Book of Shadow, The Lost Code of the Tarot. Und da wollen wir jetzt eigentlich auch mal gucken, was. Also wir gucken jetzt erstmal. Abyssus, ach, das ist wahrscheinlich wieder irgendwas Italienisches, was keiner versteht. Das ist von Bright and Brimstone London. Also das. Ups, sorry, Leute. Das ist der Verlag scheinbar. Dann haben wir hier. Boah, das kann man ja gar nicht lesen. 2010. 2010. Hier haben wir eine Inhaltsangabe. Ich mache das, glaube ich, mal ein bisschen runter hier, damit man das besser sehen kann. Ups. Jetzt habe ich es aber zu weit runter gemacht. Also, wie gesagt, ich bin immer noch hier mit meinem neuen Handy am Klamüsern, wie ich das am besten hier mache mit den Videos. Also, ich kann heute irgendwie nicht gut lesen. Meine Augen sind heute total verschwommen. Also, hier ist auf alle Fälle eine Inhaltsangabe. Die Schrift ist ein bisschen schwer zu lesen. Oh, ich sehe heute gar nichts. Das ist ja echt krass. Also hier wird, glaube ich, die Geschichte erklärt. Also ich kann euch jetzt gerade gar nichts zu dem Deck sagen. Ich glaube, das wurde gefunden. Ich wusste mal was darüber, das ist aber schon ein Jahr her. Es wurde wohl, ja, ich glaube, das ist der Andrea irgendwas hier. Dr. Basil Abbott, nee, das ist nicht der Andrea. Also irgendjemand hat wahrscheinlich dieses Deck gefunden, könnte ich mir sagen. Oder diese. Ich habe keine Ahnung. Ja, siehst du? Hier, da wurde ein Buch gefunden mit diesen Bildern. Darum geht es. Das steht dann alles hier in dem Buch scheinbar drin, diese ganze Geschichte. Das sind nämlich diese Bilder letztendlich, die ich auch total toll finde, diese Illustrationen. Ah. Und da wird hier alles erklärt. Das ist ja cool. Also das ist so ein kleines Geschichtsbuch hier. Und wahrscheinlich werden die Karten gar nicht erläutert, sondern die sind hier nur abgebildet. Und ich weiß nicht, ob jetzt der Autor, also der Künstler, das dann nachgemalt hat. Wahrscheinlich eher schon. Und ah, hier haben wir noch Black and Red. Black bedeutet, schwarz bedeutet mysterisch, unwissend, dunkel und so weiter. Und rot, wenn das alles rot ist, dass die Striche oder halt die Symbole, dann bedeutet das Kraft, Intelligenz, Leidenschaft und Wahrheit. Ja gut, das kann man sich ja eigentlich auch denken. Was ist aus Australia? The Comic Elephant. Da haben die Symbole auch noch. Ach du Scheiße, da muss ich ja richtig lernen. Das hat hier so ein richtiges. Hier gibt es Solarsystem, hier gibt es Kometen, Phasen der Mondphasen gibt es. Was haben wir hier? Das ist auch wieder irgend sowas. Der kosmische Elefant. Ja, der kosmische Elefant, das ist ja lustig. Dann gibt es den lustigen Fisch, den komischen Fisch und dann haben wir hier noch den, ich weiß nicht, was das ist, Pernebulam Scimus, weiß ich jetzt nicht. Ich habe Latein nie gehabt. Der fallende Komet oder The Fall of the Comet. The Earth and the Four Elements, die Erde und die vier Elemente. Hier wird alles erklärt, was so auf den Karten drauf ist. Dann haben wir hier Magnum Opus. Ach, ist das schon die erste Karte hier oder was?
Weil Magnum ist ja eigentlich der Magier. Kosmische Ei. Die heiligen Sänger. Das ist ja echt interessant. Ich will jetzt aber hier nicht so lange rummachen, aber The Elephant Tower. Also ich weiß nicht, wie das hier aufgebaut ist, ehrlich gesagt, das Buch. Also es könnte sein, dass das jetzt alles so die Symbole sind, die da so drauf sind. Und hier haben wir eine Liste mit, weiß ich gar nicht. Auf alle Fälle waren hier die großen Arkanas. Boah, das ist ja krass. Ja, also hier haben wir die großen Arkanas und was sie eben bedeuten, zusammen eben mit diesen einzelnen Symbolen, ja. Das ist ja echt, was habe ich mir denn da gekauft? Dann haben wir hier noch die Symbole also diese einzelnen Symbole, was die bedeuten auf den Karten. Oh weia, ich habe ja schon das Elemental-Tarot, da habe ich das ja auch schon mit den Symbolen, was ich hier alles lernen muss. Das weiß ich nicht, ob ich das hinkrieg. Dann haben wir hier wie heißt denn das? Ja, verschiedene Legungen, aber die Karten an sich werden gar nicht bedeutet. Nee, das finde ich aber gut. Ach, hat das nur große Arkanas oder was? Ich blick hier gerade gar nichts. Ich blick hier gerade gar nichts. Also es ist ja ein Unboxing. Das heißt, ja, wir werden jetzt die Karten angucken. Danach werde ich vielleicht noch was dazu sagen. Vielleicht habe ich dann irgendwie mehr einen Überblick, um was es hier geht. Aber es ist hochinteressant und total schön gemacht. Also das muss man echt sagen. Super schön. Wow. Ja. Alles auch in Hochglanz hier. Okay, das ist also das Buch. So, jetzt gucken wir uns das Deck an. Oh weia. Was habe ich mir denn da gekauft? Also nee, das ist aber ein ganzes Deck. Also das ist hier jetzt. Ja, das ist aber schon. Ja, doch. Die Box ist okay. Ups, jetzt ist die kleine Schere runtergefallen, mit der ich jetzt doch das hier aufmachen will. Dann machen wir das jetzt auf. Das ist jetzt echt krass. Ich meine, man kann ja die Karten auch traditionell lesen, so was man eben kennt vom Tarot. Aber ich weiß jetzt gar nicht, warum hier überhaupt. Ist das hier die Eingangskarte? Das ist wahrscheinlich die Frau, die eben. Also, oh, die fühlen sich aber toll an. Wow. Die fühlen sich echt toll an. Also machen wir jetzt erstmal die Kartengröße und den Cardstock. Kartengröße ist, es ist ja Los Garabeo, das heißt, es ist auch ein bisschen, also das ist eine Standard-Tarot-Karte von Newell's Games. Und die Los Garabeo-Karten, die haben eigentlich für mich immer die richtige Größe. Die sind nochmal ein paar Millimeter schmäler als die US Games-Karten. Und es ist ein guter, also nicht zu dünn, nicht zu dick. Ich mag das ja, wenn es nicht so, also es ist eine sehr feste Karte und flexibel, nicht zu dünn, nicht zu dick. Ganz matt, eine ganz matte Oberfläche. Boah, die fühlen sich echt cool an. Und ich glaube, man kann sie auch umgekehrt, also lesen. Ich meine, das wäre hier die gleichen Dings. Wow. Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Zusatzkarte hier ist, weil das sieht mir aus wie der Fool. Ja, oh, die fühlen sich toll an. Die machen auch einen tollen Sound, wenn man die hier so hinlegt. Klasse. Ich glaube, die gehört nicht so dazu. Wir gucken uns mal den Aufbau an. Also wir haben hier weder Namen noch sonst irgendwas. Wir haben hier wirklich nur die Figuren und dann haben wir hier halt diese, wie nennt sich denn das? Zeichen. Und das wird jetzt schwierig. Da muss man schon ein bisschen sich mit Tarot auskennen, glaube ich, wenn man diese Karten lesen will. Und ja gut, das sind dann Pips, das ist ja dann relativ einfach zu erkennen. Okay.
Man könnte natürlich ein Problem haben mit den Hofkarten, die zu erkennen, was ist jetzt hier der Ritter, was ist der Bube. Naja, ich glaube, das geht auch. Okay, Leute, das wird jetzt spannend. Okay, ich muss hier gerade noch mal irgendwie so ein bisschen heller machen. Ich weiß gar nicht, ob man das dann, ob das dann in der Kamera ist oder ob das jetzt mein Display ist. Wie gesagt, ich habe dieses Handy noch nicht so ganz durch. Jetzt ist es aber zu hell. Ach, ich weiß es nicht. So, jetzt hat es einen Blaustich, oder? Irgendwie hat die Kamera einen Blaustich. Oder es ist mein Display. Ich muss mal kurz stoppen. Naja, wird schon passen. Okay. Also, das ist also diese zusätzliche Karte. Die kann man ja vielleicht noch als Joker nehmen oder weiß ich nicht. Sieht auch aus wie ein Teufel hier. Ich lege die mal zur Seite. So, dann fangen wir an mit dem Flip-Through. Das ist also wahrscheinlich denn. Oh, jetzt habe ich es aber zu hell gemacht. Der Narr. Die Karten sind mehr gelb. Ich weiß jetzt nicht. Der Magier. Die Hohepriesterin. Die Kaiserin. Kaiser, der Hierophant, die Liebenden, der Wagen, das ist die Gerechtigkeit. Der ist ja cool, der Eremit. Das Schicksalsrad. Die Kraft. Ach, das ist hier der Löwe. Ich habe das nicht erkannt gerade. Weil der Max auch schon wieder an der Tür kratzt. Der will rein, aber der kann jetzt nicht rein. Der Gehängte, der ist ja lustig. Dann haben wir hier den Tod. Also die Karten zu lesen wird schwierig. Die Mäßigkeit, obwohl wenn man sich dran gewöhnt hat, weiß man es ja. Der Teufel. Der Turm, die sind total klasse, die Karten. Der Stern, der Mond, die Sonne, die sind schon fest, die Karten. Das Gericht. Oh, die Welt ist schön. Guck mal, das ist die Welt, so wie du sie dir machst. Das ist nämlich der Magier und er macht sich seine Welt. Ach, hier oben sind die Zahlen. Jetzt erkenne ich das. Hier, das sind Zahlen. Aber das kann man ganz schlecht erkennen. Ah, okay. Nee, warte mal, aber hier haben wir doch ein L. Das ist ganz merkwürdig. Sehr merkwürdig alles. So, jetzt kommen wir zu den Kelchen. Das sind ja Pips, da kann man ja schnell. Aber das ist schön. Oh, sind die toll. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 9,
10. Und dann haben wir den Buben, den Ritter. Wo ist denn eigentlich der Elefant? Die sieht aus wie so eine Opernsängerin, die Königin. Und der König. Also ich habe jetzt gerade nicht das Gesicht erkannt, aber ich glaube, das ist hier. So, dann haben wir, was ist denn das jetzt? Oh weia. Sind das die Münzen? Ja, die Münzen sind hier Drachen, genau. Das ist auch in diesem Deck so, was zwei Decks hat, was neu aufgelegt wurde. Also was jetzt neu rauskam. Hier haben wir die Münzen, also das Ass der Münzen, die 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die 10. Dann haben wir den Buben, den Ritter, ist das der Elefant, der kosmische? Die Königin und der König. So, dann kommen wir zu den Stäben. Die 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 und die 10. Dann haben wir hier den Buben, den Ritter. Die sind so geil. Die Königin und der König. Und wir haben hier den das Ass der Schwerter, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die 10. Dann haben wir hier den Buben. Der Ritter auf der Schlange, die Königin und der König. Und wir haben hier noch eine Zusatzkarte. Ist das der kosmische Elefant? Was ist denn das für eine Karte? Da will ich jetzt nochmal nachgucken im Buch. Da war doch irgendwas erzählt. Da war doch, also diese Bilder, die hier sind, sind nicht die Bilder, die ja jetzt da auf den Karten sind. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass der Autor, also der das Deck gemacht hat, hat sich einfach diese Symbole genommen, die gefunden wurden aus diesem Buch. Ja, so, jetzt war doch hier irgendwas mit einem kosmischen Elefant. Wo haben wir den denn? Cosmic Fish? Da war doch... Divinatore, Divination. Ach, ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Das ist doof. Die letzte Karte. Ich würde das wie eine Joker-Karte sehen.
Ich lasse jetzt die Karten hier einfach mal drin. Ich weiß nicht, was das für zwei Karten sind, am Anfang und am Ende. Das ist mir jetzt egal. Wir werden jetzt einfach mal ganz intuitiv diese Karten lesen. Ich finde, die haben eine total schöne Energie. Die fühlen sich super genial an. Also die haben einen ganz smoothie Touch. Hammermäßig. Und man darf sich ein bisschen dran gewöhnen. An diese ganzen... Ja. Aber ich glaube, wenn man sich dran gewöhnt hat, kann man die gut lesen. Es ist jetzt halt schwierig, weil ich ein bisschen durch die Kamera gucke und wieder ein bisschen nicht. Und dann kann man viele Dinge nicht so genau erkennen. Aber die fühlen sich echt cool an. Ich werde jetzt mal mischen. Mal gucken, wie die sich mischen. Die sind natürlich jetzt noch ein bisschen steif. Das ist am Anfang ja immer so. Und die sind auch fester als zum Beispiel jetzt die US Games hier von dem Bianco Nero Tarot. Was ich gerade... Oh, das habe ich jetzt nicht richtig gemacht. Also ich weiß noch nicht, es gibt ja wie gesagt dieses neue Deck, was auch so Zeichnungen hat in dem Stil. Und ich glaube, das hat auch der Andrea, wie heißt er, Andrea Aste gemacht oder mit dran gearbeitet. Und das ist auch hochinteressant. Vor allen Dingen, weil die Karten nicht identisch sind von den zwei Decks. Da kommen dann zwei Decks in einer Schachtel. Und das eine ist eben dunkel, das andere ist hell, das ist eben Licht und Schatten, ne? Und das dunkle Deck sieht, da ist zum Beispiel bei der Hohepriesterin, da kann ich mich noch erinnern, oder beim Hohepriester, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, aber ich glaube, es war die Hohepriesterin. Die hat einen Schlüssel in, nee, das war dann wohl der Hohepriester. Der hat einen Schlüssel in der Hand, im hellen Deck, und im dunklen Deck hat er die Schlüssellöcher irgendwie, oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr. Das finde ich auch spannend, und das hat genau die gleichen Zeichnungen, und das wollte ich mir eigentlich kaufen, wie gesagt, und dann hat mich halt die Ramona wieder gesagt, warum kaufst du dir nicht das Last Code of Dings, das ist genau das gleiche und das ist das Original und bla und hast du nicht gesehen. Und vor allen Dingen, ich glaube, dass dieses Light und Shadow, von dem ich gerade erzählt habe, dass das sehr laminiert ist. Und ich finde immer schön, wenn die Karten sich gut anfühlen. Und wenn es zu sehr laminiert ist, das fühlt sich für mich nicht gut an. Und die hier, die fühlen sich einfach nur toll an. Die haben eine ganz matte, ich weiß gar nicht, ob es eine Laminierung ist, eine ganz matte, wie heißt denn das, Oberfläche. Ja. Und so, ich glaube, wir haben jetzt genug gemischt, aber das macht Spaß, die zu mischen. Deswegen habe ich jetzt so viel gemischt. Aber ich habe euch ja noch ein bisschen was erzählt, und dann kann man ja auch ein bisschen viel rummischen. So, jetzt machen wir mal eine kleine Legung. Wir fragen jetzt mal diese wundervollen The Last Code of... Ach, ich weiß, wie heißen die jetzt? The Last... Ach, die haben... Das muss ich mir hier mit in die Box nehmen, sonst weiß ich gar nicht mehr, wie sie heißen. The Last Code of Tarot. liebe Last Code of Tarot, Tarotkarten, sagt uns doch, oh, die fühlen sich echt toll an. Sagt uns doch mal bitte, auf was wir denn jetzt so achten dürfen. Was die Zeitqualität ist, was für Herausforderungen wir jetzt entgegengehen. Vielleicht machen wir auch mal eine globale Legung. Wäre ja auch mal nett. Ich weiß es noch nicht. Wir werden jetzt gucken. Jetzt habe ich die Erhöhung nicht gemacht. Ich muss mir, glaube ich, gerade noch die Erhöhung machen, sonst sieht man ja wieder nichts hier. Die Karten. Oder? Ich mache mal kurz Stopp und mache eine... Jetzt habe ich das Video ausgemacht, aber das macht nichts. Okay, muss ich halt zusammenfügen. Ja, also, sieht auch ganz nett aus hier mit den Karten. Okay, dann gucken wir jetzt mal, was so anliegt. Wir haben hier die 6 der Schwerter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich muss jetzt erstmal zählen. Im Herzen. Wir haben hier das Ass der Münzen und wir haben die 5 der Münzen.
Und ich habe ja gefragt für die globale Situation, also also wirklich die Zeitqualität, was jetzt für uns alle so anliegt. Und Leute, 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 Sechs der Schwerter ist für mich, also ich meine, du kannst es für dich jetzt auch privat mitnehmen, ja. Die Sechs der Schwerter ist für mich ja immer die Horizonterweiterung. Also, dass wir neue Wege gehen dürfen. Das Alte ist nicht mehr gültig. Das Alte, vielleicht ist es auch, ja, bei der Weiterung wird ja immer gesagt, dass man von dem Alten auch so ein Stück weit wegrennt, weggeht, weg, weil es einfach, ja, weil es nicht mehr gemütlich ist. Also, es ist jetzt wichtig, dass wir wirklich, für mich sind es aber einfach die Schwerter, und die Schwerter ist für mich der Intellekt und der Geist, und deswegen ist es für mich die Karte, die sagt, dass wir jetzt unsere Wahrnehmung erweitern dürfen und besonders auch unseren Geist, unseren Verstand, vielleicht auch ein bisschen rausgehen aus dem, ja, aus alten Boxen, ne, wirklich, und vielleicht auch aus der Box rausgehen, dass wir uns, ja, hier geht es natürlich bei der 5 immer auch um Sicherheit, ne? Die 5 der Münzen bedeutet für mich immer, man ist in einer Sicherheit, ja, tatsächlich in einer Box drin, und die fünfte Münze möchte eigentlich raus. Und man hat dann aber Verlustängste. Man hat Angst, diese Box zu verlassen, weil man glaubt, dass es vielleicht dann schlimmer wird, das Leben, oder dass man weniger Geld zur Verfügung hat, wegen weniger Materielles zur Verfügung hat, dass man vielleicht seinen Job verliert. Ne, das ist ja alles diese materielle Ebene. Und aber im Herzen, das Herz schreit danach, sich zu erweitern und den Geist zu erweitern und vielleicht neue Wege tatsächlich zu gehen. Und das Ass der Münzen sagt mir auch, hier ist eine Chance, wirklich was Neues zu beginnen, und das, was auch gut wird. Und dass wir jetzt wirklich aus unserer alten Vorstellung, wie das Leben vielleicht zu sein hat, was uns vielleicht eventuell Sicherheit gibt, rauszugehen und vielleicht sogar auch in die Selbstverantwortung zu gehen, ja. Selbst einfach mal den Weg zu gehen. Und hier haben wir die 10 der Schwerter. Und es geht tatsächlich was zu Ende. Es geht eine Vorstellung zu Ende. Es geht jetzt tatsächlich eine Vorstellung, wie das Leben, wie eine bestimmte Situation oder wie ein bestimmter Teil im Leben zu sein hat, die geht zu Ende. Wir haben hier die 8 der Kelche, die mir auch sagt, dass man sich eben auch emotional davon lösen darf. Und das ist ja hier bei mir immer das Potenzial. Und das heißt, du hast das Potenzial, dich auch emotional wirklich von dem Alten auch zu lösen. Weil das Emotionale ist ja immer das Schwierigste, ne? Und wir haben hier den König was ist denn das eigentlich? Ist das jetzt der König der Münzen oder der König der Stäbe? Oh, jetzt wird's schwierig. Jetzt wird's schwierig. Das weiß ich jetzt nicht. Ich muss mal kurz gucken. Wir haben hier nämlich zwei. Ja, das ist das Ding, wenn man das Deck nicht kennt, ne? Wenn die Karten geordnet sind, dann ist es einfach. Aber wenn man dann plötzlich die Karten ungeordnet in der Hand hat, dann weiß man es nicht. Hier waren doch die Symbols. Aber. Hier haben wir nicht das Symbol dafür. Das ist jetzt doof. Ich weiß nicht, welcher König das ist. La la la. Nee, also das ist. Leute. Leute, Leute. Jo, dann würde ich mal sagen, ich glaube, dass das der König der Münzen ist. Ja. Und hier haben wir den Magier. Wow. Warte mal, ich muss mal gerade hier nochmal in die Karten gucken. Vielleicht kriege ich eine Idee. Das ist die Königin der Stäbe. Wenn ich jetzt die Königin der Münzen finde, weiß ich, ob das der König der Münzen ist.
Das ist die der Schwerter. Das ist der Ritter der Schwerter. Das ist der König der Schwerter. Ja, Leute, das ist nicht so einfach. Das ist der Ritter der Schwerter. Warte mal, der König, nee, der Ritter der Stäbe, der König der Schwerter hat ja einen Stab in der Hand. Es könnte nämlich auch der Stäbekönig sein. Leute, das ist nicht so einfach. Da habe ich jetzt echt ein Problem. Hier haben wir noch einen König. Ich glaube, das war der Stäbekönig. Nee, der Kelchkönig ist das. Oh weia. Ich muss mir dann das Video nochmal angucken, wenn ich dann... Vielleicht ist das der Stäbekönig, weil das ist die Königin der Stäbe hier. Nee, das ist die Herrscherin. Ach, das ist vielleicht der Herrscher. Ah, das ist der Herrscher. Ja. Ach, Leute, das ist live, also das ist der Herrscher. Ah, das ist geil. Jetzt haben wir, also sorry wegen der Legung, ist, also ich fange jetzt nochmal an. Also, die Legung sagt ganz klar, dass es darum geht, wirklich jetzt aus dem Alten rauszugehen. Es geht was zu Ende, es geht eine alte Ära zu Ende, es geht eine Ära zu Ende, wo dein Leben neu gelebt werden möchte, ja, in die irdische Welt. Und du hast ein bisschen Angst, dich aus deiner Box zu bewegen, weil die dir Sicherheit bietet, auch materielle Sicherheit. Aber der Weg ist jetzt wirklich ins Neue zu gehen. Und wenn wir das aufs Globale sagen, heißt es jetzt auch, sich den neuen Bewusstsein zu öffnen letztendlich, ja. Und der Herrscher ist in dem Fall die Herausforderung. Und der Herrscher sagt mir, der Herrscher ist ja auch die Vier letztendlich und auch die Box, ja. Und die Herausforderung ist, aus diesen alten Strukturen, aus dieser alten Vorstellung rauszugehen, so ein bisschen auch aus der alten Welt, wenn man das jetzt auch global sieht oder auch vielleicht aus deiner alten persönlichen Welt und in das Neue zu gehen. Aber das kann genauso gut auch strukturiert sein und genauso gut auch selbstbewusst. Ja, also der Herrscher muss nicht einengend sein, aber im Moment ist es so, dass das alles einengt. Aber die Herausforderung ist eben, aus dieser Enge rauszugehen in die Weite, auch in die geistige Weite und trotzdem sicher zu sein, ja, weil die Sicherheit kommt ja nicht vom Außen, sondern die kommt vom Innen. Und wenn du, ja, hier geht es auch um Selbstsicherheit letztendlich, weil der Herrscher ist ja auch selbstsicher. Und er ist auch gütig, ja, wenn er in seiner positiven Auswirkung, ja, er ist ja nicht immer einengend und schlecht. Aber im Moment ist es so, dass die Herausforderung ist, dass du erkennst, dass du letztendlich du bist letztendlich derjenige, der dein Leben kreiert, und du kannst aus dem Herrscher machen, indem er, ja, du kannst eigentlich sozusagen aus deinem Herrscher machen oder aus deiner Situation, die Herrscherenergie hat, dass es eben der positive Herrscher ist sozusagen. Also nicht der Einengende, der Rigide, sondern der gütig ist, generös ist, der kreativ ist, der aber auch strukturiert ist. Strukturen brauchen wir alle irgendwie, ja. Auch die Leute, auch ich meine, ich bin auch viel im Flow, aber ich brauche trotzdem meine Struktur, ja. Also ich habe trotzdem eine Struktur in meinem Leben. Und das ist die Herausforderung, diesen Grat zu finden, ne, zwischen dem Rigiden und dem Weiten und Gütigen und Generösen und natürlich auch dem, dass du letztendlich dein eigener Schöpfer bist, dein eigener Creator, ne, im Prinzip, Erschaffer. Weil er erschafft ja letztendlich auch. Er erhält nicht nur, sondern er erschafft auch, ja, der Herrscher. Im Zusammenhang mit ihm sowieso. Und das ist jetzt der Weg. Und da gilt es, sich emotional von dem Alten zu lösen und eben auch geistig, ja. Und das Emotionale ist hier, ist dein Potenzial, das schaffst du. Also du hast das Potenzial, dich emotional von dem Alten wirklich auch zu lösen
und dich in das Neue be zu begeben und einfach nur den die schönen, also die positiven, nenne ich es jetzt einfach mal, die konstruktiven Energien, die ein Herrscher hat, zu verwenden, um dein Leben zu gestalten. Nämlich Gütigkeit, Generosität, auch den Blick fürs Weite. Ich meine, er beherrscht ein Terrain, sage ich mal, und dann hat er natürlich auch den Blick für das Weite und den Blick für das, was da noch ist, ja. Und auch Selbstverantwortung und Verantwortung, ne, ist auch so ein Ding. Und das ja auch, wenn es jetzt eine private Lesung ist, um deine eigene Verantwortung, also um dein eigenes Terrain geht, ist es natürlich auch die Selbstverantwortung, um die es da geht. Ja, und wenn wir das jetzt global lesen, dann könnte man jetzt sagen, dass sich vielleicht die Struktur dass jetzt der Zeitpunkt ist, seinen Horizont zu öffnen, damit sich die Struktur des Systems vielleicht einfach auch mal ändert, weil er ist natürlich auch ein System. Und dass wir das alte System, so wie wir es kennen, einfach auch mal freigeben können und rausgehen sollten und mal rausgucken sollten aus unserer Box, was da noch ist. Weil da ist noch viel mehr, wir können noch viel mehr kreieren, was viel freier ist als das, was wir jetzt haben. Und ich meine, im Moment ist es ja eher nicht so frei, mit der ganzen, wir sind jetzt im März, Mitte März, mit der ganzen Corona-Herausforderung, ja, Mitte März 21. Und ja, und es gilt sich jetzt davon emotional zu lösen, von diesem Alten, was nicht mehr gebraucht wird, von einem alten System. Sei es, dass es jetzt privat ist für dich, das kann ja auch die Ehe sein, das kann eine Arbeitsstelle sein, ne, das kann irgendwas sein, das kann eine Freundschaft sein. Wenn irgendwas bei dir ist, was nicht mehr gültig ist, wo du spürst, das stimmt nicht mehr, irgendein System in deinem Leben, dann darf das jetzt neu gestaltet werden. Es darf nicht einfach aufgegeben werden, sondern einfach neu gestaltet, ja? Ne, das ist die Neugestaltung eines Systems. Sei es das Globale oder das von unserem Land oder von deinem persönlichen Dings, ja? Wow. Wow, die Karten sind schön. Man muss aber nur wissen, was sie sind. Und ich bin nicht drauf gekommen, dass das jetzt hier der Herrscher ist. Das ist jetzt total irre. Wow, die haben eine sehr schöne Energie. Ich werde euch auch unten nochmal das andere Deck verlinken, was es jetzt relativ günstig gibt, was eben zwei Decks in einem hat, was auch solche Grafiken hat und was auch Pip ist, ja, was auch, ich glaube, das sind sogar die gleichen Grafiken. Weil dieses Last Code of Tarot, das ist natürlich ein Deck, was glaube ich nicht mehr, also das ist glaube ich ganz schwierig zu finden und meistens sehr hochpreisig, ja. Von daher, wer Interesse hat an dem Deck, das ist echt, das hat eine unheimlich schöne Energie. Okay, und ich wollte jetzt hier eigentlich den Magier hin tun, weil ich den nämlich gut finde, dass wir, obwohl ich finde ja die Acht der Kelche auch total schön. Ja, also das ist The Last Code of Tarot. Ich glaube, das Video ist jetzt 45 Minuten lang geworden, aber das macht ja nichts. Es ist bei mir öfter mal so. Ich danke euch sehr fürs mich begleiten durch dieses Deck. Du kannst dir gerne die Legung, die ich gemacht habe, mitnehmen und ins Neue gehen und das auch genießen. Und wenn du noch Fragen hast zu dem Deck oder zu Karten allgemein oder wie man Karten legt, also ich coache ja auch so ein bisschen für Leute, die das gerne intuitiv lernen wollen. Also, oder wenn du auch eine eigene Legung haben möchtest, dann kannst du mich gerne anschreiben. AndreaWürk.com ist meine Webseite. Da findest du meine Telefonnummer und da findest du alle Messengers, die ich gerade installiert habe, nämlich WhatsApp, Telegram, Signal, Threema. Und du kannst mich dann bitte gerne über dieses Medium anschreiben. Ja? Okay, ich danke dir sehr fürs Mitmachen. Ich wünsche dir alles Liebe. Tschüss.